Ja, Lars, schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich habe natürlich auch mir zu dir Gedanken gemacht und mich so gefragt, mit was ich dich verbinde. Und ich verbinde dich tatsächlich sehr mit dem Blick für Organisationen und den darin tätigen Menschen. Und da landen wir natürlich dann automatisch bei den Themen Führung und Zusammenarbeit. Ist das ein Ja, das stimmt. Charakterisierungselement? Ja, das stimmt. Also Führung beschäftigt mich und uns als Organisation, würde ich sagen, im Kern. Und ich finde es wirklich faszinierend, vor allen Dingen, wenn man aufhört, Führung jetzt nur in einer einzelnen Person zu konzipieren, sondern, und das versuchen wir verstärkt in den neueren Projekten, die wir machen, halt auch zu gucken, was gibt es für wichtige Führungssubstitute, die in der Organisation wirksam werden, um diese Überlastung, die in der Rolle so drin ist, dann auch ein Stück weit zurückzuschrauben und irgendwie Führung vom Sockel zu heben im positiven Sinne und eher zu sagen, das ist halt auf eine Art auch ein normaler Job wie jeder andere und der muss auch für normale Menschen gut bewältigbar sein. Und was ich in Organisationen häufig erlebe, ist, dass die Rolle schon stark überfrachtet wird, auch mit Erwartungen, mit Dingen, die da passieren sollen. Insofern, ja, das ist ein ganz faszinierendes Thema, finde ich. Und zu der Geschichte, für mich gehört auch der Umbau deiner eigenen Organisation, wovor ich großen Respekt habe. Das habe ich dir auch immer wieder gesagt, wie du selbst dein Netzwerk anders auch und als Unternehmensführender oder Verantwortlicher für diese Frage anders beantwortet hast. Wobei das ja irgendwie immer schon was Gemeinsames war. Und das haben wir tatsächlich von Anfang an anders aufgebaut. Mittlerweile ist das ganz fest verankert. Also wir sind aktuell 8 Geschäftsführer. Das heißt, alle im Kern der Organisation sind auf der gleichen Ebene. Und das heißt auch, wir müssen irgendwie zusammen zu Entscheidungen kommen. Und das ist tatsächlich eine andere Art, eine Organisation zu führen. Wie würdest du denn für dich die Entwicklung von Organisationen und Menschen fassen, beschreiben in deiner Rolle als Berater, aber auch als ISB-Lehrtrainer? Also für mich ist gelungene Entwicklung eigentlich, oder fängt gelungene Entwicklung damit an, dass man für sich selbst Dinge versteht oder sowas wie, also der Begriff wäre vielleicht Selbstreflexion dafür, aber auch eine Selbsterkenntnisse zu haben und bei sich zu sein und ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln, auf was tut mir gut und jetzt ganz groß gesprochen, wie, wer bin ich, was brauche ich vielleicht auch und aus welchem Holz bin ich geschnitzt. Um das als Ausgangspunkt zu nehmen und dann zu schauen, wie können für mich gute Kontexte aussehen, in denen ich dann auch wirksam werden kann. Und was ist denn eigentlich mein eigener Weg? Klingt irgendwie so banal, ne? Aber ich finde, da geht es halt los. Und wenn man da einigermaßen sortiert ist, dann kann man dann auch gut schauen, was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Was muss ich mir drauf schaffen oder wie kann ich mich anreichern mit Themen, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich da lande, wo ich gut hinpasse. Nochmal auf deinen Weg geguckt. Was waren so deine Lernwege? Also ich habe ja irgendwann mal BWL studiert, mit so halber Begeisterung. Und habe dann da aber Fächer gefunden, die mich wirklich begeistert haben. Und das war insbesondere so ein Fach, das hieß Organisation und Führung, wo der Prof sehr stark sich eben auch auf soziologische Phänomene in Organisationen bezogen hat. Und da habe ich gemerkt, da habe ich Spaß dran. Und dann bin ich ja in eine Beratung gegangen, erst im Praktikum und dann habe ich da so einen klassischen Weg gemacht. Und da habe ich schon extrem viel und sehr schnell gelernt, wie das häufig so in Beratungen ist. Aber habe da, das ist so das, was ich eben gerade meinte, mit zu sich selbst finden und wissen, was für einen selbst auch stimmig ist, auch ziemlich schnell gemerkt, dass also für mich auf Dauer kann es das irgendwie nicht sein. Und dann bin ich ja hier im ISB gelandet und das war halt wie ein Katalysator. Und an der Stelle hat sich für mich extrem viel sortiert und von da an war es dann halt noch eine ganze Weile bis zu dem Punkt, wo meine Kollegen und ich jetzt stehen mit unserer Organisation. Aber wenn ich jetzt rückblickend sage, würde ich sagen, dass, wie wir das jetzt für uns sozusagen gemeinsam gebaut haben, ohne dass uns da jemand reingeredet hat, besser könnte ich es mir im Moment nicht vorstellen. Was gibt es zu Jüngeren, in dem Fall bei dir sind es ja auch Jüngere jetzt hier im Curriculum, mit auf ihren Weg? Also wovon profitieren die Teilnehmer in besonderer Weise von Lars? Ja, und vielleicht, hoffentlich, profitieren Sie auch davon, was
ich denen irgendwie in wirklich kleinen Sequenzen, wo wir diskutieren, aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben kann. Also beispielsweise dieses Gefühl liefern zu müssen, was ja auch ganz viele Leute hier immer wieder erleben in den Beratungsübungen, was ich auch erlebt habe. Mhm. Und dann darüber zu sprechen, wie es ist, das auch auszuhalten oder eben sich abzugrenzen und sich nicht lieferverpflichtet zu fühlen. Und das sind Dinge, an die ich mich selber noch total gut erinnern kann und jetzt auch ein Bild davon habe, wie sich das verändert hat. Und das passiert dann eher en passant in den Modulen. Und vielleicht, das will ich aber jetzt schon fast ein bisschen anmaßen, kann es auch eins von vielen Bildern sein, wo man sagt, okay, so kann ein Weg auch aussehen, dass man irgendwie sich irgendwo rausbewegt und versucht, seine eigene Idee umzusetzen und dass das dann irgendwie auch so funktioniert, dass man halt damit gut unterwegs sein kann und glücklich sein kann. Nochmal den Blick in die Zukunft gerichtet. Wo steht aus deiner Sicht unsere Profession von Beratung, von Coaching, von OE in 10 Jahren? Also ich glaube, zum einen wird doch ein bisschen mehr virtuell ablaufen, als ich das vielleicht noch vor 2 Jahren behauptet hätte. Mhm. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass mit diesem ganzen Thema Agilität, Komplexität, also die ganzen Buzzwords, die gerade da draußen unterwegs sind, aber die ja tatsächlich auch Organisationen jetzt de facto verändern, der Bedarf an dem, was hier im ISB ja sehr stark gelebt wird und was ich auch für uns in Anspruch nehmen würde, nämlich wenn wir sagen Resoul, wir brauchen irgendwie mehr Raum tatsächlich auch wieder für beseeltes Arbeiten, für Reflexion, für echten Kontakt, dass der Bedarf daran tatsächlich steigen wird, auch der Bedarf an Führung steigen wird, auch wenn die sich verändert, dass es das in 10 Jahren auf eine andere Art und Weise, aber von der Thematik her immer noch geben wird. Und ich glaube, wenn einem das gelingt, das gut anschlussfähig zu machen, also diese neuen Dinge mit aber Reflexionsräumen, Rückzugsräumen zu verbinden und da Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute sich tatsächlich noch echt entwickeln können über eine Toolbasis hinaus, dann könnte das, glaube ich, noch einen Mehrwert stiften für Organisationen. Danke, Lars, für das Gespräch. Danke dir.